Ja, komm hier, willst du ein Duell? Oder hast du Angst, wieder auf den Arsch zu kriegen? Ah, komm, wir machen das mal jetzt hier. Komm, Schaffi, Duell! Ich weiß nicht, ich will dich nicht noch mehr blamieren, als ich es schon eh getan habe. Nein! Die Revanche kommt jetzt. So, Alte X, ne? Genau. Genau, und dann Zeit für ein Duell! So, du hässlicher Vogel. Der Sieger kriegt alles. Boah, hier. Triffst du auch mal was? Ja, erstmal hier der Kampf der Schilder, sag ich mal. Okay, Schilder sind jetzt weg. Also ich hab noch drei, ne? Also. Jetzt nicht mehr. Da sind wir aber zwei, habe ich so ein Gefühl. Na. Achso. ETF, du warst jetzt gerade grün für mich. Was ist das denn für eine Bug gewesen? Das war ein Special Move, du. Nee, krass, du warst gerade grün, so wie ihr freundlich. Ja, genau, diese Figur, die du da gesehen hast, das war so mein Ebenbild quasi. Ach so, ein Fieser bist du also, ne? Habt ihr alle gesehen, der Schaffi kämpft hier mit fiesen Tricks. Aber irgendwann kriege ich dich, irgendwann kommt der irgendwann. Tag. Weißt doch, und eines Tages werde ich mich rächen. Und werd dir alle deine Knochen brechen. So, jetzt gehen wir aber erstmal zurück zu Liasberg. Oh, ich hab hier gerade. Was? Ich habe aus Versehen so ein Teleskop reingeguckt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Kohle mitnehmen für uns. Ja, $2, ne, darf man ja nicht liegen lassen. Auf gar keinen Fall. Davon können wir uns ein Eis kaufen. Lecker Eis. Gibt hier ja noch nicht genug Eis. Ja, wir können ja am Boden schlecken, aber ich glaube, dann bleibt die Zunge irgendwie kleben. Mach das mal vor. Zeig unseren Zuschauern mal, wie das funktioniert. Slurp. So. Ich hab Post. Du hast Post? Und ist noch ein Briefkasten. Ich habe ganz viel Post. Ich wohne überall. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen aufladen hier. Damit schüttelst du Kugeln ab, als wären es Schuppen. So, ein Schild. Mal aufladen hier. Jawohl. Jetzt gibst du wieder mein hart verdientes Geld aus. Mal gucken, nee, die Schilder sind aber nicht alle wirklich gut. Die sind eigentlich sogar relativ schlecht. Dann lasse die. Versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu sterben. Genau. So. Guck mal hier, ein bisschen Ammo, ein bisschen Munition sammeln. Oh, das können wir auch gebrauchen. Ja. Genau, blöder Kapitalismus hier. Scheiß Kapitalisten. Bin eigentlich voll, nur ein paar Granaten nehme ich noch mit. Wo wir gerade vom scheiß Kapitalisten reden, ich glaube mein iPhone klingelt. So. Hier, wir müssen noch jetzt zu Sir Hammerlock, der Mann mit dem Hammer zwischen den Beinen. Ich dachte, man kann das auch irgendwie hier aktivieren, weil hier ist nämlich auch. Ach nee, was ist denn das hier bitte? Das ist ein Zeigefinger. Na toll. Ja, und wo ist dann bitte Monsieur Hammerlock? Ja, der sitzt doch hier. Wo denn? Ach, da hinten. Mensch. Ja, die kann man aber auch gut übersehen hier. Mit seinem Fragezeichen im Kopf. So, jetzt gibt's erstmal die Belohnung hier, ein paar Erfahrungspunkte. Mission erfüllt, Symbiose, Belohnungen, Erfahrung, blablabla. Ein Hauch Dread. Aha, schaltet diesen Kopf für das Schnellwechselsystem frei, wenn es aus deinem Inventar heraus verwendet wird. Ich habe auch einen neuen Kopf, das finde ich irgendwie lustig. Nimm Claptrap. Okay, wir nehmen jetzt Claptrap. Hi Claptrap. Und ich habe ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. What? Juhu! So wirst du Hammerlock umliegen. Nein, nicht Hammerlock. Also. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Ah, der Flint, ne? Das war ja der Banditen. Genau, der Banditenkönig, dessen Männer wir schon zu Moos geschossen haben. Der Obermacker. Diese Brettchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag, Joa? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Du Wichser. Okay, bis dann. Ich will auch einen Pony aus Diamanten, verdammte Scheiße. Wo ist das Pony? My little pony, my little pony.
Aber wir müssen rum. Hier, my little auf die Fresse. Ah, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Na egal. Das kann ich dir auch direkt mal ein bisschen helfen. Will ich zwar eigentlich nicht, aber. Ne, Claptrap, scheiß nur auf die Typen. Claptrap ist echt der Beste hier im Spiel. Hier, komm. Sag mal, das war jetzt nicht so lustig. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Weißt du, uns damit zu ärgern, dass ich einen Pony aus Diamanten gekauft habe, das ist die eine Sache. Den Pony einen scheiß Namen zu geben, das ist jetzt eine ganz andere. Wo ist dieser Bastard? Boah, aber erstmal müssen wir es hier mit ein paar anderen Bastarden aufnehmen. Ja, das scheint hier ja so eine weit verbreitete Krankheit zu sein. Bastardtum? Ja, Bastardigkeit. Oder Bastardus, ja. Machos. Kampfe um dein Lebus. Komm mal zurück zu mir. Also, ja, oh, falscher Knopf. Nicht den Knopf drücken, mit dem du mir die Kehle aufschneidest. Ja, der ist so ganz neue nah Stärke. Dran, indem ich dich wiederbelebe. Ja, ich merk das schon, so. Ich hab den doppelbelegt, den Knopf, das ist eine 50-50 Chance. Boah, WTF, ich werd schon wieder hier fett beschossen. Gleich mal heilen. Mit meinem tollen Special-Modus und den Typen dann direkt mal den Arm weggeschossen. So muss das sein. Ist ja ekelhaft. Oh, ich kämpfe um mein Leben. Ja, warte mal. Genau. Ja, geil. Hast du es gehört? T-Shirt, auf deinem T-Shirt steht Borderlands drauf. Ich weiß, deswegen habe ich es ja auch angezogen. WTF. Die Waffe ist schlecht, ja. Obwohl, warte mal, die hat ein paar mehr grünere Sachen. Man darf ja nicht immer nur stupide nach Stärke gehen. Weil die hat nämlich eine höhere Feuerrate, eine höhere Genauigkeit. Das heißt, die ist eigentlich gar nicht so übel. Das bedeutet, ich werde vielleicht mal überlegen, eine andere wegzuwerfen, die hier zum Beispiel fallen lassen. Und dafür dann diese hier mitnehmen. Und auch direkt anlegen. Und so. Oho. Der gute Mann geht nicht nur nach der Stärke. Ach, mal, die wäre hier sowieso besser. Was habe ich denn hier für eine schlechte Waffe angelegt? Mal im Ernst. Mann. Mann. Na, nischt. Weißt du doch. Nischt. So, wir müssen immer noch, noch mit Claptrap zu seinem Schiff. Claptrap ist da unten. Aber wir gucken uns hier ganz kurz mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier ein bisschen Zeug, was uns noch nützlich sein könnte. Ja. Hinten hast du schon geplündert, da hinten auch. Alles weggenommen, war nur Kohle drin, teilen wir uns ja Kohle, eh. Kohle, naja. Alle unten, hier, ne? Eisberg, oder was auch immer. Na, nischt drin, das war eine ziemliche Finte. Da ist ein Wäffchen. Ein Wäffchen, also das ist jetzt bei mir nicht ganz so gut, kannst du vielleicht mitnehmen? Nee, aber das Wäffchen, das ist sehr effektiv gegen Fleisch. Sehr effektiv gegen Fleisch. Hohe Chance auf Elementareffekt. Verbrennt 2 Muni pro Schuss. Verbraucht 2 Muni pro Schuss. Versucht extra Elementar. Verursacht extra Elementarschaden. Also heute geht's ja gar nicht mit dem Lesen. Nein, lassen wir aber liegen, denn ja, das ist erstmal nur ein bisschen Ballast. Wobei wir müssen auch demnächst mal ein bisschen verkaufen. Also, ja, ich bin auch voll mit Waffen. Also sollten wir nicht vielleicht erstmal kurz lieber zurückgehen und kurz mal ne, ein bisschen die Handel-Action starten? Ja, nö. Ja, komm, jetzt sind wir noch nicht so weit von zu Hause weg. Vielleicht kommen wir ja eh gleich noch irgendwo hin, wo wir einen Automaten finden. Hast du auch recht. Mach mal dazu. Wo ist ein Claptrap eigentlich hin? Da vorne. Der ist immer noch hier. Claptrap hier. Klatschfalle. So. Und öffne dich! Es hat sogar funktioniert. Ja, ne? Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist eine Skulptur, oder was? Oh, shit! Ich hat's runtergehauen. Ich hol es schnell. Jo, ich komme mal wieder. Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Boah, hörst du das? Unser zukünftiges Pferd. Wenn wir dem erstmal den Arsch aufgerissen haben, dieses Pferd gehört ins Gehirn. Und damit werden wir dann durch die Borderlands reiten. Wreck of the Sickle. Oh, was ist denn hier los? Oh oh. Zündet die Lotte, ihr Hunde! Boom! Und sein Bruder. Bevan! Oh oh, ich glaube, ihr startet gleich die ganz fette Action. Jetzt würde es rumsen, wenn wir ihn zerbumsen. Ich bin ein Poet hier in diesem Spiel. WTF, und ich fange mir erstmal hier die Dicke.
Ach, guck mal, der Kerl hier, der hat einen Jetpack. Na, so einer aber auch. Sieht übrigens hinter dir, ne? Uah, WTF. Das sind erstmal ein paar kritische Reihen hier, aber so stark. Da hält ja gar nichts aus. Das kann der ja ist überhaupt. Jetzt nicht so gut, ne? Also. Den haben wir ja gleich. So, jetzt hier. 1200 Erfahrung. Der hat ein gutes, eine gute Granate. Das ist hier eine Lobbit Grenade. Oh, vor allem hinter uns ein paar Psychos. Ja, ein paar Psychos sind hier noch. Ich habe jetzt kurz mal was mit meiner Hauptwaffe geworden ist. Ich habe meine Hauptwaffe gar nicht angelegt. Was? Danke dir. So. Ist auch. Ah, verdammt! Ich vermisse gerade meine Super Pumpgun, die ich den letzten Boss-Typ abgenommen habe. Warte mal ganz kurz, ich muss eben mein Inventar ein bisschen. Ja, mach du ruhig, ne? Ich komme hier schon klar. Ja, ich helfe dir ja schon, Kleiner. Nee, ich meine das doch ernst, ich komme hier klar. Also, ja, cool, ist gut. Aber obwohl, du kannst jetzt nicht die ganze Action so alleine starten. Die dicke Bertha. Die dicke Bertha das hier. Das ist, glaube ich, eine Wummel, die dicke Bertha. Ja, die müssen auch ein bisschen zerrumsen hier, ne? Was sind das hier so für ein Granatending? Wenn ich das mal eben einsetze, vielleicht geht da ja was. Ich glaube, ich habe meine tolle Knarre verloren irgendwie. Ich weiß aber nicht jetzt wo. Naja, gut. WTF jetzt. Also ganz kurz mal hier in den Sondermodus wechseln, denn gerade wird es hier ein bisschen brenzlig. Ich gehe mal ein bisschen näher hier an die dicke Bertha ran. Mach das mal. Überall Zeug rum. Boah, WTF, ein bisschen was aufheben hier. Ja, die dicke Bertha hält auch nichts aus, wenn ich mir das mal so angucke. Ja, ich zerschieße hier gerade noch so einen komischen Typen. So, dicke Bertha hier. So, die dicke Bertha haben wir. Oh, du bist gerade nicht so gesund. Ja, nee, jetzt super. Alles klar. Gut, ich hau mal jetzt weiter auf diesen Boom drauf. Ah, ich hab meine Waffe in die falsche Richtung geworfen. Ja, aber die explodiert halt und macht mir nur ein bisschen extra Schaden. Oh, WTF, ich kämpfe um mein Leben. Also passt ganz gut, denn ich habe irgendwie die falsche Waffe angelegt gerade auch. Also mit dem Waffensystem muss ich noch ein bisschen lernen, denn einfach so Mausrad bewegen ist hier nicht empfehlenswert. Ah, Granaten haben wir ja auch noch. Warte mal, wo ist denn jetzt unser böser Laden? Auch so ein paar rum, ne? Ja, irgendein. Und geh! Ey, der Typ ist wie so ein Pokémon, ne? Der läuft die ganze Zeit rum und sagt bumm, bumm. Ah, guck mal, hier habe ich einen coolen Visiermodus. Ah, das springt ja genau weg, wenn ich in meine coole Waffe zünden will. Also. Ah, ich habe wieder meinen Special-Modus. Jetzt geht's ab hier. Und jetzt schön kritisch und. Bam. Fuck yeah! Granatenmod, was ist das denn? Na, um Granaten besser zu machen. Ich glaube, so einen hat der andere auch schon mal fallen lassen. Ja, hier liegen einige davon rum. Das Problem ist, ich bin halt voll. Ich kann nichts weiter mitnehmen. Doch, der müsste sogar mitnehmen. Ich sehe nämlich gerade, ich habe auch einen mitgenommen anscheinend eben. Und der ist unter den Waffen quasi. Da sind ja zwei gesperrte Slots. Und da ist noch einmal das Schild und einmal dieser Granatenmod. Also irgendwie komme ich jetzt gerade mit meinem Waffeninventar nicht mehr so zurecht. Hat auf jeden Fall einen Extra-Slot. Also auf jeden Fall, du darfst hier nicht das Mausrad benutzen, um die Waffe zu wechseln. Da legst du nämlich nur irgendwelchen Blödsinn an. Ja, ist halt schade, weil ich hab jetzt hier meine coole Knarre verloren. Die ich den einen Boss abgenommen habe. Ich habe sie dir eigentlich nur geklaut. Also, ja, die habe ich mir eingeführt. So. Und jetzt. Ich glaube, ich bin so eigentlich jetzt recht gut dabei. Ja, dann müssen wir das Zeug jetzt hier liegen lassen. Oder wir finden irgendwo eine Möglichkeit, etwas zu verkaufen. Also Granaten habe ich 3 von 3. Das heißt, da kann ich überhaupt gar keine mehr mitnehmen. Ja, ich auch. Ich habe auch 3 von 3. Und diesen Mod, hast du mal geguckt? Hast du da in diesem Mod-Slot einen Mod? Meine Mod-Slot? Mal gucken wir mal. Ein Mod-Slot, ein Mod. Nö, habe ich nicht. Dann müsstest du eigentlich den aufheben können. Jetzt komm mal mit hier. Ja, also ich konnte ihn nicht aufheben. Ich habe es ja probiert, aber
Natürlich lasse ich mich gerne von dir nochmal belehren. Das Ding hier. Ja, da muss ich erstmal Platz machen. Deutschland macht Platz im Inventar. Ja, aber der hat ja einen eigenen quasi. Wenn der leer ist, dann müsstest du ihn doch eigentlich auch nehmen. Nee, du kannst ihn nur vom Inventar da aus reinlegen. Ich werfe jetzt mal diese super schlechte Waffe weg, hebe jetzt den Mod hier auf und der sagt mir trotzdem voll. Ah, nee, jetzt. Ach so. Der zeigt nur voll an. Aha. Ach jo. Also der zeigt nur voll an quasi. Dann bist du ja gar nicht voll. Ich bin gar nicht voll gewesen. Was für ein... Normalerweise bist du immer voll beim Aufnehmen. Eben. Deswegen, hat mich auch schon gewundert. Gut, aber ich würde sagen, verlassen wir diese Eiswüste hier. Ach, guck mal, ich glaube, hier vorne ist ein Auto. Nee, doch nicht. Ist kein Automat, ist eher so ein Plimpsklo oder sowas. Aber vielleicht gibt es ja auch interessante Sachen drin. Ein Schild. Oh, das Schild ist sogar richtig, richtig gut. So, direkt mal mitgenommen. Bedien dich. Habe ich gemacht. Ich nehme Kohle, Kohle. Genau, so, wo ist jetzt eigentlich Monsieur Claptrap? Der ist da vorne. Untertan, dein Herr braucht Hilfe. Oh, guck mal, den hat's aber mal erwischt hier. Oh. Oh ja. Oh, fuck yeah. Fuck yeah, das wird jetzt ein Spaß hier. Die große Bertha. Und Abschuss. Bam. Oh, oh. Aber warte mal. Oh, guck mal, da kommen... Ja, deswegen, ich gehe auch direkt wieder drauf auf die hier. Ja, ich wollte schon sagen, was machst du da? Oh, hier. Jetzt heizt ich euch ein hier. Boom, Headshot. Ich glaube, wir haben hier vorbeigeflogen. Ich kann nicht mehr sagen, ob das ein Headshot war. Boah, das ist auf jeden Fall Boom, fuck yeah hier. In die Luft gejagt. Kriegst du eigentlich auch Schaden durch die dicke Börter? Ja, nö, hau einfach rein. Alles klar hier. So. Weißt du, Bertha und ich, wir sind so. Ja, ich merke das schon. So, da vorne kommen noch ein paar. Und here comes the pain, bitch. Ich glaube, die haben da vorne alle, ne? Ich komme mal hier runter. Und nach vorne gestürmt. Das war ja gar nichts hier, ne? Das war jetzt ja nicht so hier berauschend, sag ich mal.